bin der Joe, ich komme aus Schweinfurt, ich bin 47 Jahre alt, ich tätowiere seit 23 Jahren. Ich tätowiere eigentlich alle Stile, vorwiegend realistische Sachen in Black and Grey und auch in Farbe. Zum Tätowieren bin ich eigentlich mehr zufällig gekommen. Ich habe eigentlich früher Airbrush gemacht, habe viel Custom Painting, Fahrzeugdesign gemacht. Und dadurch bin ich dann über Umwegen auch ein bisschen zum Tätowieren gekommen. Ich habe damals mit einem Tätowierer zusammen einen Laden aufgemacht und der hat dann quasi mehr oder weniger mich dazu verleitet, dass ich halt anfange damit. Ja, weil er halt auch immer gesagt hat, ich kann gut zeichnen und ich soll halt dann einmal das Tätowieren anfangen. Ja, das war halt Mitte der 90er Jahre, da war natürlich noch vieles anders wie heute. Die Szene hat sich sehr verändert, aber ich bin trotzdem noch mit Leidenschaft dabei. Ich habe mittlerweile in Schweinfurt auch mehrere Mitarbeiter in meinem Studio. Ein Piercer, der freiberuflich für mich tätig ist, und ich habe eine Tätowiererin, die arbeitet auch bei uns. Die macht mehr so den Girly-Style, ja, und ich finde es wichtig, dass halt in einem Studio verschiedene Künstler arbeiten, dass halt nicht jeder das Gleiche macht. Es macht halt eine bunte Mischung.